Habt ihr euch schon einmal gefragt, woraus dieser Spielplatzbelag besteht? Meistens besteht er aus speziellen Gummigranulaten, die mit Polyurethankleber und Farbstoffen ergänzt werden. Das Endergebnis verringert nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern ist auch resistent gegen Temperaturschwankungen, Niederschläge und sogar gegen Schuhe mit Spikes. Die Beschichtung wird in Form von eingebauten Rollen hergestellt oder direkt vor Ort angefertigt. Das Video zeigt Spezialisten eines britischen Unternehmens, die mit der letzten Methode arbeiten. Die Beschichtung heißt Red Pur und die Pellets werden in der Schweiz aus Kunstharz hergestellt. Es kann das ganze Jahr über verlegt werden, aber man muss mindestens 24 Stunden warten, bis man ihn betreten kann. Auf Wunsch kann die Fläche mit einer Vielzahl von Mustern dekoriert werden, wofür verschiedene Farbstoffe benötigt werden. Und die Dicke lässt sich je nach Spielgerät leicht anpassen. Wir setzen unsere Auswahl mit einigen Ingenieuren aus Frankreich fort, die nichts Geringeres als das Ergebnis der Innovation bei Thermoplasten anbieten. Was haben sie sich einfallen lassen? Es handelt sich um die faltbaren Cyclerblock-Schadungsblöcke. Einer der wichtigsten Vorteile ist das Gewicht. Eine Palette mit 150 Blöcken wiegt 380 Kilogramm und jeder Block wiegt nur 2,5 Kilogramm. Das ist etwa 80% leichter als die Produkte der Konkurrenz. Dank des einfachen Zuschnitts und der klappbaren Scharniere wird die Arbeit wesentlich bequemer. Das Material ist fäulnis- und witterungsbeständig und sobald man eine Wand errichtet hat, ist sie in vielen Eigenschaften mit einer Stahlbetonwand vergleichbar. Das ist etwa 80% leichter als die Produkte der Konkurrenz. Der Hersteller betont, dass sich das Material auch für komplexe Projekte wie Aufzugsschächte und Stützemauern eignet. Und natürlich ist es umweltfreundlich. Die Abmessungen dieser Form sind 40,6 x 42 cm mit einer Dicke von 4 cm. Sie besteht aus Kunststoff oder Aluminium und ist leicht zu handhaben und zu reinigen. Es gibt auch Möglichkeiten, Pflastersteine zu imitieren und ungewöhnliche Wege mit Schmetterlingen zu gestalten. Die Arbeit mit der Form ist sehr einfach und die Videoanleitung dauert nur ein paar Minuten. Ein großer Vorteil ist, dass man schnell zum Ausgangspunkt zurückkehren kann, wenn einem das Ergebnis nicht gefällt. Durch das Kombinieren verschiedener Formen können Sie in einem den inneren Designer erwecken und gewagteste Ideen umsetzen. Hier ist eine weitere Schalungsoption, diesmal aus Deutschland. Es handelt sich um eine vielseitige modulare Lösung von Paschal, die auch für komplexe und größere Projekte geeignet ist. Sie ist aus Stahl gefertigt und mit 1,5 cm dickem 11-lagigem Birkensperrholz ausgekleidet. Die Segmenthöhe beträgt 274,32 cm mit einem maximalen Betondruck von 86 bar. Eine große Auswahl an Elementen und eine universelle Verschraubungslösung erleichtern die Arbeit mit Fundamenten, Schächten, Stützen und Fetten verschiedener Konfigurationen. Und dank ihrer Modularität passt sich die Schalung problemlos an jeden Grundriss und jede Höhenvorgabe bis zu 1 cm an. Die Schalung wurde zum Beispiel für die Errichtung der Touristenattraktion The Treetop Walk verwendet, bei der 112 Stützen mit einer Höhe von 5 Metern bis 23 Metern eingesetzt werden. Diese Lösung kommt aus den USA. Es handelt sich um das Bin-Wall-Stützwandsystem. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um 3 Meter breite nebeneinander liegende Container, die sogar mit Erde von der Baustelle befüllt werden können. Zu den Vorteilen des Systems gehören die Einfachheit. Selbst ungelernte Arbeiter können es installieren. Die geringen Kosten, sowohl die Installation als auch die Wartung, kosten nicht viel Geld. Bequemlichkeit, für den Einbau sind keine speziellen Geräte oder teure Werkzeuge erforderlich. Bin-Wall wird für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt, von der Verstärkung von Straßen einschließlich Eisenbahnstrecken bis zum Schutz von Küsten vor Erosion. Das System eignet sich auch als Wellenbrecher und kann einen zusätzlichen Schutz für militärische Anlagen bieten. Darüber hinaus ist es flexibel. Die Bin-Wall kann unerwarteten Bodenbewegungen standhalten, die starre Konstruktionen zerstören würden. Starke Regenfälle sind an vielen Orten der Welt keine Seltenheit. Ingenieure aus vielen Ländern entwickeln regelmäßig neue Lösungen, um Wasserströme abzuschwächen und zurückzuhalten. In Italien zum Beispiel wird das Aquabox-System verwendet, das ihr gerade auf dem Bildschirm seht.
Das System funktioniert ganz einfach. Module aus Polypropylen sammeln das Wasser und leiten es nach und nach ab, wodurch die Belastung der Kanalisation verringert wird. Die Module können auch als dauerhafte Wasserspeicherlösung verwendet werden, zum Beispiel für Parkbewässerungsanlagen. Montage, Wartung und Reparatur können dank der Kompaktheit der Teile des Systems leicht von Hand durchgeführt werden. Als nächstes kommen die Hydroform-Isolierblöcke eines kanadischen Unternehmens. Im Vergleich zu herkömmlichen Optionen ermöglichen die Blöcke eine schnelle Installation und eine einfachere Verlegung der Rohre, da sie leicht und einfach zu schneiden sind. Der Standardblock ist ein 1,2 Meter Quadrat mit einer Dicke von 64 mm, das bei der Installation leicht auf allen Seiten überlappt werden kann. Es sind auch Versionen mit einer Dicke von 76 und 100 mm erhältlich. Die Blöcke bestehen aus hochdichtem Polystyrolschaum und sind nach Angaben des Herstellers nicht nur umweltfreundlich, sondern auch zu 100% recycelbar. Außerdem wurden die Hydroform-Blöcke nach den LEED-Anforderungen als emissionsarmes Material eingestuft. Und natürlich sind die Blöcke resistent gegen Wasser und Feuchtigkeit. Hier ist ein interessantes Produkt zum Verfugen, der TerraStone PFM 1K. Es eignet sich zum Feinsteinzeug, Fliesen und Pflastersteine, ist für eine Fugentiefe von bis zu 3 cm ausgelegt und zeichnet sich durch seine einfache Anwendung aus. Die Mischung ist in 3 Farben erhältlich. Es ist resistent gegen Niederschläge, Kälte, UV-Strahlung und Salz und verhindert gleichzeitig das Wachstum von Unkraut. Die fertige Fläche ist bereits nach 24 Stunden begehbar und die vollständige Aushärtung dauert etwa eine Woche. Der Hersteller weist darauf hin, dass das Produkt am Ende sogar Kehrmaschinen standhalten wird. Es ist möglich, bei leichten Regen zu arbeiten und der Vorgang wird auf dem Video gezeigt. Die Oberfläche wird gereinigt und angefeuchtet und die Mischung wird gestreut. Ein wenig Arbeit mit einer Bürste und einem Schlauch und nach 15 bis 20 Minuten wird das Gemisch sorgfältig verdichtet. Die Reste der Mischung lassen sich leicht mit Wasser abwaschen. Dieses Wärmedämmsystem namens Multipore wurde in Deutschland entwickelt. Die Kunden können aus einer Vielzahl von Dämmoptionen wählen. Außen, Innen, Dach und andere Dämmungen. Es wird auch an Standorten wie der Allianz Arena und der Adidas Zentrale installiert. Es handelt sich um eine Komplettlösung, die Mineraldämmplatten ohne Fasern und andere Materialien wie Armierungsgewebe, Kleber und Putzmörtel usw. umfasst. Darüber hinaus sind die Platten aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, sind aus feuerfestem Material und geben im Brandfall keine schädlichen und giftigen Stoffe ab. Und sie altern nicht, das heißt, sie verändern sich während ihrer Lebensdauer nicht wesentlich in Qualität und Struktur. Wisst ihr, wann Metalldachziegel erfunden wurden? Dieses beliebte Dachdeckungsmaterial stammt aus den frühen 80er Jahren. Damals stellt das finnische Unternehmen Ranilla erstmals ein profiliertes Stahlblech her, das wie ein Dachziegel aussah. Das Produkt gewann schnell an Popularität und ist heutzutage auf Baustellen in der ganzen Welt zu finden, da es für einen Temperaturbereich von minus 50 bis plus 50 Grad geeignet ist. Neben anderen Vorteilen sind die Metalldachziegel einfach zu verlegen. Deshalb gibt es im Internet eine große Anzahl von Videos zu diesem Thema. Einige Nutzer sind jedoch nicht begeistert. Sie erwähnen zum Beispiel, dass die Bauarbeiter eine Schutzausrüstung hätten tragen sollen. Wie seht ihr das? Sie erwähnen zum Beispiel, dass die Bauarbeiter eine Schutzausrüstung hätten benutzen sollen. Wie seht ihr das? Versucht es gar nicht, das zu tun. Es wird nämlich nicht funktionieren, wenn Sie keine Putzmaschine haben, warnt ein Benutzer. Auf dem Bildschirm ist zu sehen, wie ein Verputz ohne Estrich mit Hilfe einer Laserwasserwaage und der Caleta 6 Station durchgeführt wird. Mit dieser Kombination kann man schnell und qualitativ hochwertig arbeiten und sicher sein, dass der Mörtel richtig vorbereitet wird. Die Station mag recht groß erscheinen, aber es lässt sich zum Transport leicht in 4 Teile zerlegen. Außerdem ist sie mit einem 10 Meter langen Mörtelschlauch und einer 60 cm Mörtelpistole ausgestattet. Die hohe Applikationsgeschwindigkeit vereinfacht alles folgendermaßen. Eine Person reicht, um die Arbeit zu erledigen. Und die verwendete Mischung erlaubt eine empfohlene Dicke von bis zu 3 cm an Wänden und Decken und eine maximale Dicke von 6 cm.
Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.